Du hast mir ein Video geschickt von dir mit deiner wunderschönen Schimmelstute Casela. Unheimlich gut für mich war zu Beginn des Videos die kleine Galoppsequenz, Trabgaloppsequenz im Vorfeld, wo ich mir schon mal einen guten Eindruck davon machen konnte, wie sehr ihr beide harmoniert. Deinen leichten Sitz konnte ich schon mal ohne Sprung und ohne Anreitevase ganz gut erstmal in Augenschein nehmen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ihr ein wirklich sehr gut harmonierendes Paar zu sein scheint, was gut zueinander passt. Und im weiteren Verlauf mit den Sprüngen sieht man ja auch, dass du ein total tolles Pferd hast, mit praktischer Galoppade, ausbalancierter Galoppade und einem unheimlich cleveren Sprungablauf und, so wie es sich anlässt, auch einer sehr, sehr guten Grundrittigkeit. Dabei fällt doch auf im Laufe des Parcours, dass ihr im Moment vielleicht nicht mit dem absolut hundertprozentigen gegenseitigen Vertrauen zueinander unterwegs seid. Zu Beginn im leichten Sitz, in der Galopparbeit auf dem Zirkel, hat sich für mich direkt eine Idee entwickelt, die sich am Ende auch wie ein roter Faden durch das ganze Video zieht. Ich würde versuchen, dass du in deinem Sitz deutlich losgelassener wirst, indem du dein Knie mehr vom Sattel löst und gleichzeitig deutlicher in den Bügel reinfederst, um in der Bewegung des Pferdes mit gemeinsam unterwegs zu sein und nachgebebereiter mit deiner Hand zu bleiben. Bereits in der Anreitephase zum ersten Sprung fällt mir auf, dass dein Grundgalopp ein bisschen niedrig angesetzt ist. Das ist eigentlich immer, wenn man Parcours angeht, nicht so vorteilhaft, weil man nicht mit dem Rhythmus beginnt, den man eigentlich im Parcours braucht. Es macht immer Sinn, schon Vorsprung 1, deutlich Vorsprung 1 vor der Anreitephase des ersten Sprunges, bereits den Rhythmus zu haben, mit dem man auch den ganzen Parcours durchreiten will, damit das Ganze auch in einem Rhythmus bleibt und man sich nicht zu Beginn des Parcours noch um Rhythmus und Balance kümmern muss. Anritt Richtung Distanz mit anschließender Kombination zeigt sich die unmittelbare Konsequenz des doch zu niedrigen Grundtempos zu Beginn des Parcours, denn dein Pferd fängt nach dem Steilsprung Richtung Kombination an, dir so ein bisschen wegzulaufen, weil auch aus der Distanzabfrage geschuldet, aber am Ende kommt sie in der Kombination und im Anschluss daran richtig ins Laufen. Hier ist es einfach wichtig, wenn sowas passiert, das Pferd erst wieder, wenn es am Boden ist, versuchen aufzunehmen und die Durchlässigkeit wiederherzustellen, euren Rhythmus erneut zu finden. Das heißt, weniger vorherrschend mit dem Zügel und mit mehr Druck in dem Bügel, ohne das Knie aufs Pferd zu drücken. Denn dies vermittelt dir selber als Reiter zwar den Eindruck, dass du ganz viel unternimmst, das ist auch richtig so, aber das wirkt sich in erster Linie darauf aus, dass du unheimlich viel Festigkeit und auch Druck ins Pferd bekommst, die dir als Reiter eher nachher im Weg stehen, als dass es dir nutzt. Es ist wirklich wichtig, dass du das Pferd nach den Sprüngen in ein gleichmäßiges Tempo zurückführst und dann aber nicht nur mit Runterbremsen beschäftigt bist, sondern immer wieder zum Loslassen kommst und das Ganze wieder positiv nach vorne anlegst, damit ihr beide euch wirklich positiv Richtung Hindernis unterwegs auf den Weg machen könnt. Die kurzen Seiten und Ecken sollten dazu genutzt werden, wie auch jede andere Wendung, den Rhythmus und die Balance in den Galopp zu bringen und den nächsten Sprung vorzubereiten. In der Halle ist das umso wichtiger, da die Sprünge oft unmittelbar, wie hier auch, direkt nach einer Wendung anstehen. Und dabei solltest du wirklich darauf achten, dein Pferd am äußeren Zügel um die Wendung rumzuführen. In dieser Situation, jetzt im Anritt an den Oxer, führt dann der vorherrschende innere Zügel dazu, dass das Pferd doch auf die Vorhand kommt und somit die Flexibilität der Galoppsprunggröße nicht mehr gegeben ist und tatsächlich wirklich eingeschränkt wird durch den vorherrschenden inneren Zügel. Das ist dann auch der Grund, warum du hier keine Entscheidungsmöglichkeit Richtung Hindernis findest und abwenden musst. Dann hast du in der Volte die Volte total effektiv genutzt und einmal den Druck vom inneren Zügel losbekommen, bist wieder deutlich zum Treiben gekommen. Und im zweiten Versuch war es natürlich überhaupt gar kein Problem mehr, den Sprung passend für euch beide geeignet zusammen anzureiten und lässig zu überwinden.
einfach, wie ihr beide im Laufe des Parcours immer zufriedener und harmonischer in den Parcours hineinkommt und Richtung Hindernis unterwegs seid. Das liegt mit Sicherheit daran, dass ihr doch irgendwann im Laufe des Parcours euren geeigneten Rhythmus findet und jeder als Teil des Teams seinen Job zur Zufriedenheit aller einfach leisten könnt. Das heißt, du kannst den Weg, die Linie und den Rhythmus festlegen und dein Pferd kann seinen Beitrag dazu leisten, mit seiner cleveren Galoppade und mit einem guten Instinkt Richtung Hindernis euch beide in eine gute Absprungsituation mitzubringen, sodass am Sprung, wenn ihr da seid, eigentlich auch gar nichts mehr schief geht. Wichtig wäre für mich einfach noch, dass du als Reiter die Wege sinnvoller nutzt, dass du die Vorbereitung des Hindernisses unmittelbar im Anschluss an das vorangegangene Hindernis früher einleitest, damit du das schneller fertig hast, die Balance früher im Pferd wieder erlangst und quasi dich noch früher und noch eher mit dem Anreiten des nächsten Sprunges auseinandersetzen kannst. Als Resümee möchte ich dir aus meiner Sicht nahelegen, zuerst an deinem Sitz in Hinblick auf mehr Losgelassenheit zu arbeiten. Damit meine ich, löst dein Knie vom Sattel und finde mehr Halt durch klareren Druck im Bügel. Dadurch gelangst du in eine sicherere Balance und kannst quasi jede Situation völlig ungestört meistern, egal was gerade unter dir geschieht. Und in der Folge nimm den Dauerdruck vom Maul, indem du eine deutlich elastischere Anlehnung über den Zügel mit deiner Hand anbietest, damit ihr auch da ein besseres Gefühl füreinander entwickeln könnt. Das ist oft schon in der ganz normalen Dressurarbeit zu verbessern, beispielsweise durch Übergänge, das Reiten ohne Bügel oder auch von Wendungen mit beiden Zügeln in nur einer Hand. Das geht natürlich nicht ohne den Blick des eigenen Trainers. Diese Tipps und Anregungen von mir quasi als jemand, der von außen drauf blickt, solltest du unbedingt mit deinem Trainer besprechen und gemeinsam überlegen, inwiefern ihr das in euer gemeinsames Training einbauen könnt.